Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich nehme euch mal heute wieder mit, weil ich erstens total Lust habe und zweitens auch relativ viel zu tun. Ich denke, es könnte spannend für euch werden. Ich stehe gerade vor dem offenen Fenster, deswegen auch die schönen Vogelgeräusche. Ich wollte nämlich einmal kurz im Schlafzimmer durchlüften. Die Luft stand hier irgendwie total. Und ja, diese typische Heizungsschlafluft, ich glaube, das kennt man. Genau, ich wollte jetzt den Kleiderschrank von mir aussortieren, weil ich einfach in fast nichts mehr reinpasse. Auch dieser Pullover, er wird langsam hier am Bauch zu kurz und deswegen wollte ich einfach ein paar Sachen aussortieren und die Umstandsmode einsortieren. Umstandsmode, da folgt auch noch ein Haul. Da habe ich jetzt alles, was ich neu gekauft habe und was ich nicht von Lia habe, alles auf einen Haufen getan, damit ich dann auch ein Haul drehen kann für euch. Aber da warte ich gerade noch auf eine Bestellung. Und genau, jetzt habe ich hier gerade schon einmal das Ankleidezimmer gesaugt und wollte euch jetzt, wie gesagt, einmal mitnehmen zu meinem Kleiderschrank. Und die kleine Maus malt hier ganz fleißig. Toll, mein Schatz. Sie liebt es einfach. So, einmal nicht erschrecken. Erstens ist es hier recht dunkel. Und zweitens ist mein Kleiderschrank echt nicht aufgeräumt. Ja, was soll man sagen? Also, ist einfach katastrophal. Und deswegen wollte ich einmal alles komplett durchgehen und auch, wie gesagt, alles aussortieren, was wir oder was ich nicht mehr brauche und was mir nicht mehr passt. Und hier unten wartet auch schon die Umstandsmode. Also das ist alles noch von Lia. Und hier sind die Sachen, die ich neu gekauft habe, ich extra so auf dem Haufen getan. Und das wollte ich, wie gesagt, dann einmal alles einsortieren, weil jetzt kram ich immer hier unten drin rum. Aber ja, hier sind halt meine ganzen Jeanshosen, die brauche ich alle nicht mehr. Deswegen kann das alles weg. So. Ach, du wolltest gucken, aus dem Fenster gucken? Ja. Ja, dann guck mal kurz aus dem Fenster. Gucken, was ist denn da? Sag Piep. Piep-pieps, ne? Genau. So, jetzt müssen wir mal aber einen Karton suchen, ja? Einen Karton suchen, damit wir die Sachen aussortieren können. So, einmal aussortierte Kinderkleidung. Aber es geht eigentlich um den Karton. Genau, ich habe jetzt den Karton gefunden, Umzugskarton. Und zum Gästezimmer. Da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Hier ist ja Lias Zimmer, wie ihr wisst. Und hier ist das Bad. Und hier haben wir noch ein Zimmer. Steht jetzt gerade der Kinderwagen vor, hier in der Ecke. Und das wird das Kinderzimmer für den Bauchzwerg. Und das war ja von Anfang an als Kinderzimmer geplant. Und wenn das zweite Kind noch ein bisschen länger braucht, wollten wir es als Gästezimmer benutzen. Genau, jetzt kommt der zweite Zwerg und wir wollen es umbauen. Aber, Leute, seht ihr irgendwas? Es steht so voll mit Zeug. Schaut mal. Da stehen Sachen drinne, die wir eigentlich alle verkaufen wollen, die wir nicht mehr brauchen. Aber da ja keine Flohmärkte oder irgendwas ist, müssen wir es alles online machen und das ist so mühselig. Ich habe da jetzt schon angefangen und ganz viel bei Vinted reingestellt von Lia. Jetzt habe ich hier wieder eine Kiste aussortiert. Die wieder weg kann. Also irgendwie nimmt es kein Ende mit dieser Babykleidung, ey. Ja, aber wir müssen den Raum jetzt auf jeden Fall leer kriegen. Wir haben nur noch 20 Wochen. Dann kommt das Kind und dementsprechend müssen wir hier, ja, fertig werden. Der Grund für ein neues Kinderzimmer ist tatsächlich, dass Lias Zimmer aus allen Nähten platzt. Also wir haben schon richtig viele IKEA-Kisten mit da oben. Ein davon gehört Lia und der Rest ist alles für das Baby. Und das ist nicht mal alles. Der Kleiderschrank von Lia ist bereits auch schon bis oben hin voll mit Babysachen. Ganz viel noch von Lia, was ich noch über habe, aber halt auch die neuen Stoffbindeln und sowas. Und dementsprechend haben wir uns jetzt gesagt, es bringt nichts. Wir können hier in diesem Zimmer keine zwei Kinder haben. Und Lia hat ja auch ein neues Bett bekommen. Und da zeige ich euch jetzt einmal kurz, wie Felix das aufgebaut hat mit Lia. Ich war da gerade beim Frauenarzt.
und nun steht es hier, das schöne Bettchen. Ich bin voll begeistert. Es ist aus Echtholz, handgefertigt oder maßgefertigt. Und ich bin so begeistert. Das ist 1,60 x 80, also ein bisschen größer als ein Babybett, damit es einfach noch ein bisschen länger passt, aber halt auch nicht zu groß. Und ich finde, das sieht hier auch total toll aus. Wir wollen jetzt hier oben noch irgendwie so ein bisschen was mit Tüll machen und mit so einer Lichterkette, damit es noch so ein bisschen schöner aussieht. Aber sonst finden wir das total toll. Und Lia hat sogar schon die erste Nacht darin geschlafen und hat auch sehr, sehr gut geschlafen. Kann ich ja auch noch kurz erzählen, die Babyzimmermöbel von Lia, also der Kleiderschrank und auch der Wickeltisch, ziehen ja komplett zum Babybruder rüber. Und Lia bekommt dann nur noch einen neuen Kleiderschrank und der Wickeltisch kommt dann komplett weg. Sie braucht ja keinen neuen mehr, das macht einfach keinen Sinn. Erstens wissen wir nicht mehr, ob sie dann überhaupt noch Windeln braucht. Und zweitens habe ich sie jetzt schon ganz oft hier im Bett gewickelt. Das ist total angenehm da bei der offenen Seite. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn sie dann nochmal gewickelt werden muss, entweder gehen wir rüber zum Wickeltisch, ist ja nur eine Tür weiter, oder ich mache es hier im Bett oder mal schnell auf dem Boden oder sonstiges. Das ist ja nicht das Problem. Aber so einen Wickeltisch braucht sie jetzt nicht mehr. Und deswegen kriegt sie nur einen neuen Kleiderschrank. Und hat ja jetzt auch schon das neue Bett gekriegt. Und dann ist sie komplett neu ausgestattet und das Baby bekommt dann die Kinderzimmermöbel. So, jetzt genug Infos für euch. Ist, glaube ich, ganz schön viel Input jetzt schon wieder. Das ist immer, wenn ich lange nicht vlogge, dann habe ich immer so viel zu erzählen. So, jetzt nehme ich mir aber meinen Karton hier und mache mal weiter im Kleiderschrank. So, und ich würde sagen, wir fangen an bei den Hosen. Das ist einfach das größte Problem, glaube ich. Also diese Hose hier tatsächlich hatte ich vor kurzem sogar noch an. Das ist so eine High-Waist. Die ist aber oben ein bisschen breiter. Aber ich habe die einen Tag angehabt und ich hatte danach so Unterleibsschmerzen, was so gedrückt hat. Deswegen kann die auf jeden Fall auch weg. Genauso wie hier meine ganz, meine normalen Jeans. Die sind einfach in Größe 34 oder 32. Das kann man jetzt vergessen. Und weiter geht's hiermit auch. Ist auch wieder eine High-Waist, die mega eng ist. Eine kurze Hose, die werde ich auch nicht anziehen können jetzt. So, ich stelle euch jetzt mal hier hin. Es ist ganz cool, dass das Stativ hier gerade steht. Dann glaube ich, geht das ein bisschen besser. Das hier ist mein großer Jumpsuit, so ein Overall. Den hatte ich an Silvester an. Da war ich schon schwanger übrigens. Und da habe ich auch das Verkündungsbild drin gemacht. Und der ist tatsächlich super für die Schwangerschaft. Da passt auch ein richtig dicker Babybauch rein. Den werde ich auf jeden Fall auch behalten, weil der auch schön ist für den Sommer, weil der so luftig ist und locker. Den werden wir auf jeden Fall behalten. Genauso wie das ist der Gürtel zu meinem Lelyn-Jumpsuit. Der wird auch in der Schwangerschaft locker noch passen. Der ist hier. Ist auch ein Jumpsuit. Der ist auch super zum Stillen vorne durch den großen Ausschnitt. Den werden wir also auf jeden Fall auch noch benutzen können. Das ist mein Jeanshemd. Was macht das hier? Stopfen wir mal hier oben hin. Das ist auch noch ein Umstandshemd. So. Meine Leggings von Lelyn. Die sind die einzigen Hosen, die ich gerade im Moment anziehen kann, weil die Umstandshosen tatsächlich noch so ein bisschen locker sind oben. Deswegen trage ich eigentlich nur noch Jogginghosen oder Leggings. Und ich habe mir eine Schwangerschaft-Jogginghose gekauft bei H&M. Die war im Sale. Die kann ich euch gleich mal zeigen. Die ist mega bequem. Weil der Bund oben auch richtig schön ist. Das ist übrigens mein kleiner Babybauch. Das zeige ich euch gleich nochmal. Genau, so, hier habe ich noch eine Hose. Die ist auf jeden Fall auch schon zu klein mit Gürtel. Die genauso. Die hier, auch weiß ich nicht, die ist so eine Sommerhose, aber die ist oben sehr dehnbar, weil die hier oben so einen Bund hat. Ich denke, die werde ich erstmal drin lassen. Ich glaube, die kann ich ganz gut anziehen im Sommer. Aber die hier kann auf jeden Fall auch raus. Und das hier ist auch wieder so eine lockere Sommerhose. Und die hat oben auch so einen richtig schönen Bund. Ich glaube, die könnte auch passen. Die würde ich auch erstmal drin lassen. Wobei ich die erstmal bügeln muss. So ist gerade der Zwischenstand. Karton schon nahezu voll. Hier liegen jetzt noch ein paar Sachen, die ich noch einsortieren muss, die ich in der Schwangerschaft aber sehr gut tragen kann. Das hier genauso. Und hier seht ihr, habe ich schon mal die Umstandshosen einsortiert. Und die Leggings und
Jogginghose und kurze Jogginghosen. Hier zwei Sommersachen, die auf jeden Fall auch passen in der Schwangerschaft. Einmal eine Latzhose und einmal so ein Jumpsuit und Pullover. Genau, und jetzt räume ich hier noch die Pullover wieder ein. So, ich habe es tatsächlich geschafft. Der Kleiderschrank ist sortiert. Ich zeige euch das gleich nochmal. Und ich habe tatsächlich einen ganzen Umzugskarton bis oben hin vollgekriegt mit Sachen, die ich gerne noch behalten würde. Weil ich die wirklich einfach sehr, sehr gerne trage. Und ja, die trage ich dann in einem halben Jahr wieder wahrscheinlich. Ein bisschen länger. So 6, 7, 8 Monate, denke ich, werden die jetzt hier versauern. Es sind viele Sachen, ja, wo ich ein bisschen hinterher traue, die ich einfach sehr gerne anziehe. Aber es ist ja nicht schlimm. Ich trage auch sehr, sehr gerne meine Umstandsmode. Ich finde das eigentlich gar nicht schlimm. So, hier oben kennt ihr noch nicht. Wir haben jetzt hier die Kleider. Die passen eigentlich immer. Die hatte ich hier zum Beispiel auch alle in Lias Schwangerschaft an. Dann einmal die Stilltops. Da habe ich auch tatsächlich zwei aussortiert, die mir einfach schon bei Lia nicht gefallen haben. Und da habe ich immer überlegt, okay, verkaufe ich die? Aber dann habe ich halt immer gedacht, ah, dann habe ich zu wenig, dann muss ich mir wieder neue kaufen. Jetzt habe ich sie aber aussortiert und die verkaufe ich jetzt und kaufe mir dafür noch ein paar neue. Ich habe jetzt hier nur noch 5 Stück, aber bei Lia war das sogar schon zu wenig und da hatte ich ja noch 2 mehr und deswegen bestelle ich mir da noch ein paar mehr. Die sind super bei Vinted zu kaufen, weil die sonst ja immer so teuer sind. Dann habe ich hier T-Shirts. Die 3 hier oben sind Umstands-T-Shirts, der Rest sind normale, aber da weiß ich, die passen auch sehr lange. Da hatte ich auch viele bei Lia an. Meine geliebten Tops, die ich sehr, sehr gerne überall drunter anziehe. Und hinten meine Bodies, die ich auch sehr, sehr gerne in der Schwangerschaft anziehe. So, und dann Pullover, die passen auf jeden Fall noch. Bei diesem hier, da wird es auf jeden Fall ein paar Wochen schwierig, aber jetzt passt er noch. Und ich bin ganz froh, dass ich einen habe, der nicht so dick ist, weil der ist schön dünn. Dann habe ich hier noch einen Hoodie, den habe ich gerade ganz neu und der passt auch noch. Cardigans, die ich auch in der Schwangerschaft sehr gerne anziehe und den hatte ich auch mit bei Lia im Krankenhaus. Hier habe ich Blusen und so ganz dünne Pullover, hier zum Beispiel ein Umstandspulli-Shirt, Langarm-Shirt. Das hatte ich ja bei Lia ganz oft an. Ich glaube, einige, die mich schon etwas länger verfolgen, wissen das auch. Dann habe ich hier meine Blusen und Hemden, die passen ja auch sehr gut noch. Und noch 2 andere dünne Pullover. Und dann hier, habe ich euch gerade schon gezeigt, ich habe hier gerade noch ein bisschen umgebaut, nämlich die Leggings jetzt hier zu den anderen Hosen dazu, damit ich hier noch einen Platz habe, weil sonst hätten die Oberteile nicht mehr gepasst. Deswegen habe ich jetzt hier die 2 Sommersachen und die 2 Overalls. So, und hier ist der große Umzugskarton. Ihr seht, bis oben hin voll. Müssen wir jetzt nachher mal einlagern und dann auspacken, wenn es dann wieder soweit ist. Ich wollte jetzt noch kurz eine Waschmaschine anschmeißen. Felix hat mir hier gestern so eine Erhöhung gebaut, damit ich nicht mehr so weit runterbücken muss. Und dass die Waschmaschine jetzt auf meiner Augenhöhe ist, total praktisch. Genau, dann schmeiße ich jetzt kurz eine Waschmaschine an. So, immer eine 40 Grad Wäsche habe ich. Zack. So, Waschmaschine ist an. Und ich habe jetzt noch eine Waschladung Stoffbindel von gestern. Die habe ich gestern gewaschen. Die wollte ich jetzt draußen aufhängen, weil so gutes Wetter ist. Und ich hoffe, da hat meine Mutter noch ein bisschen Platz auf der Wäscheleine, ansonsten nehme ich einfach einen Wäscheständer mit raus. Genau, dann werde ich die jetzt draußen aufhängen. Kleine kann in der Zeit im Garten spielen. Ich mache dann noch unten die Post fertig, die ich dann auch gleich noch wegbringen muss. Und ich habe gerade schon wieder eine Übungswehe. Ich merke das immer, wenn ich zu viel gemacht habe. Dann rebelliert mein Körper kurz. Wenn ihr Mama hat kurz, aua, warte kurz. Oh, mein Gott. Oh, bist du raus im Garten? Aha. Ja, okay. Freut sich immer so im Garten. Ja. So. Der ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. So, Auto voll, da ist die Post. Hier sind Flaschen und Pappe, die ich gleich noch wegbringen muss. Jetzt hole ich noch Lia und dann geht's los. Dann einmal anschneiden. Los. Und dann los, genau. Zack.
Ringe machen. So. Und zu. Ja, so. Wieso? Mama. So, los geht's. So, erst müssen wir eine kleine Checklist abarbeiten. Maske, Handy, Autoschlüssel, Portemonnaie. Wir haben alles dabei. Wir können los. Puh, ich habe jetzt Wäsche aufgehängt draußen. Und noch ein bisschen Pappe bei uns in die Papptonne getan und auch noch Müll rausgebracht und sowas. Und jetzt habe ich hier noch ganz viel Pappe, wie ihr seht. Und die möchte ich ungern bei uns in die Papptonne schmeißen, weil das dauert noch ein bisschen, bis die abgeholt wird und das passt nicht mehr rein. Und das sind halt auch so richtig große Kartons und das bringe ich dann schnell einmal in den Pappcontainer, wenn ich sowieso da bin. Und jetzt, genau, verbinden wir das mal schnell mit der Post und mit dem Einkaufen. Papier und Post sind weg. So schnell Maske und schnell einkaufen. Vorher noch Pfandflaschen wegbringen. Hat sich ganz schön viel wieder angesammelt. So, Einkauf ist geschafft, Hase. Haben wir das auch geschafft, ne? Okay. Jetzt gehen wir nach vorne mit. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den irgendwie rauskriegt, den großen. Geschäft. So. Rückbank voll. Kind angeschnallt. Ab geht's nach Hause? Ja. So, wir sind zu Hause. Ich esse gerade hier ein Mörchen. Die spielt mit ihrem Marshall. Zeig mal deinen Marshall, Hase. Zeig mal deinen Marshall kurz. So, einer für die Badewanne. Richtig cool, der kann schwimmen. Genau, so, was wollte ich jetzt sagen? Ich muss gleich noch den Einkauf wegräumen. Ich mache es aber kurz mal 2 Minuten Pause. Das ist, wie gesagt, mein Möhrchen. Und dann muss ich hier noch das Wohnzimmer aufräumen. Lia hat hier noch gespielt. Und ich wollte auch noch kurz durchsaugen, weil Lia hat hier heute Morgen gefrühstückt. Und das sind hier ein paar Krümel auf dem Bett und auf dem Boden. Ja, also auf dem Sofa. Ich wollte genau schon saugen. Dann ist die Wäsche fertig, die ich vorhin noch angeschmissen habe. Die wollte ich dann noch draußen aufhängen. Und dann sollte eigentlich auch schon meine Schwester kommen. Mal gucken. Genau, das ist noch der Plan. Und dann habe ich eigentlich auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Aber wir schauen mal. So, Pause zu Ende. Ich mache jetzt gerade Fleisch mit Nudelsalat. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Und dann mache ich hier mal die Küche sauber. Die ist noch vom Frühstück total krümelig. Den Einkauf habe ich auch soweit schon angefangen wegzuräumen. Sind nur noch die Getränke und hier noch ein paar Sachen, aber das mache ich jetzt auch noch nebenbei. Lia liegt gerade auf dem Teppich und isst ein paar... was sind das? Chips? Nicht, das sind keine Chips, das sind so Gitterdinger. Naja, liegt sie da auf jeden Fall und genießt ihre komischen Gitterdinger. Hier liegt die Maus. Und diese Dinger hier meine ich. Kennt ihr die? Pommels heißen die, glaube ich. Sind die lecker? Ich habe jetzt die zweite Waschmaschine angemacht, einmal mit 30 Grad Wäsche, so habe ich jetzt die komplette Wäsche weg. Und das hier werde ich jetzt gleich noch versuchen draußen aufzuhängen, damit es auch noch draußen trocknen kann. Lea hat ein bisschen die Toolbox angemacht. Und jetzt muss ich schon schön nach dem Essen gucken. So, sieht gut aus. Jetzt wollte ich einmal hochgehen. Einmal die Söckchen vom Baby hochbringen. Die habe ich gestern gekauft. Die habe ich euch ja gar nicht gezeigt. Die sind richtig süß. Und einmal ein Redbag, weil ich habe hier noch eine Windel von Lia, die ich gerne wegpacken wollte. Jetzt habe ich schon wieder voll die Unterleibsschmerzen. So. Genau, dann wollte ich hier gleich einmal das Schlafzimmer saugen. Deswegen lasse ich den Staubsauger auch noch hier oben. Und danach wollte ich
Das Wohnzimmer saugen, genau. Aber bevor ich die jetzt runtertrage, danach wieder hoch. Deswegen wollte ich erstmal hier oben saugen. Und hier habe ich gerade gesehen, hat Lia auch wieder richtig Arbeit geleistet. So kleine Perlen ausgekippt. Ja, bevor ich hier saugen kann, muss ich die erstmal gleich wegräumen. Jetzt ist Schlafzimmer auch wieder frisch. Gleich nur noch kurz das Bett machen, wobei sich das schon gar nicht mehr lohnt. Jetzt ist schon so spät. Und nachher macht man das ja sowieso wieder dreckig oder unordentlich. Naja, aber jetzt habe ich erstmal das Schlafzimmer schon noch fertig. Und jetzt gehe ich mal rüber in Lias Zimmer. Jetzt kann ich euch aber mal ein kleines Bauchupdate geben. Hier seht ihr meinen Bauch. Die Leggings, wie ihr seht, einfach perfekt. Und so sieht es gerade aus. Geht voll spitz nach vorne, hier so tsk, tsk. Oder? Was meint ihr? Genau. So sieht es schon aus. Voll krass, es geht so schnell. Und von oben fühle ich mich immer schon wie im 10. Monat. Aber das ist ja normal. Genau, so. Und dieser Pullover hier kommt auch weg, weil der geht auch noch so gerade bis zum Bauchnabel. Einen schönen guten Morgen, es ist ein Tag später. Und ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt, denn meine Schwester kam. Und wir haben natürlich den ganzen Nachmittag verbracht miteinander. Und dann abends ist sie wieder nach Hause. Eigentlich wollte sie hier gern übernachten, aber es gab da einen kleinen Zwischenfall. Und dementsprechend ist sie dann doch nach Hause. Aber sie kommt morgen schon wieder und bleibt dann auch über Nacht. Genau, da freue ich mich total. Und genau, dann können wir da noch einen schönen Tag verbringen. Also genau, ich habe gestern eigentlich nur noch die ganze Zeit geputzt, bis meine Schwester gekommen ist. Und heute steht auch einiges an. Ich werde gleich mal beim Frauenarzt anrufen. Denn die Wehen sind gestern wirklich nochmal richtig heftig geworden. Und auf Instagram haben mir viele geschrieben, das heißt, wenn Übungswehen schmerzhaft sind und sich anfühlen wie Periodenschmerzen, sollte man doch lieber mal das abchecken lassen. Und ich bin mir so unsicher, weil es ist halt wirklich nur, wenn ich mich anstrenge, zum Beispiel Wäsche aufhängen oder beim Saugen jetzt zum Beispiel, dann habe ich halt doch schon kräftig Wehen. Und also der Bauch wird halt immer hart und ich habe so einen Schmerz wie die Periode und das geht auch über den harten Bauch hinaus. Also es geht nicht direkt wieder weg, sondern es bleibt halt ein bisschen länger. Und das habe ich schon dann relativ häufig, also schon 5-6 Mal am Stück. Bis es dann wieder aufhört und das hört auch erst wieder auf, wenn ich mich wieder hinsetze. Oder halt mal kurz entspanne. Also ich bin mir so unsicher. Ich habe aber auch jetzt total Angst, weil auf Instagram haben wir alle total Angst gemacht. Mit den Horror-Stories, dass sie das Kind verloren haben dann danach und sowas. Ja, und deswegen bin ich eigentlich jetzt kurz davor, beim Frauenarzt mal anzurufen und mal zu fragen, ob das jetzt wirklich sein kann, dass das irgendwie starke Wehen sind, die irgendwie schon was am Muttermund oder Gebärmutterhals machen, weil eigentlich ist mein Gebärmutterhals ja noch top. Ja, aber ich möchte auch nicht umsonst dahin und die nachher irgendwie aufhalten bei der Arbeit oder so. Ich bin da ja immer nicht so. Ich weiß ja, dass die viele Termine haben und dass die halt auch viel zu tun haben und sowas. Ja, es ist eine doofe Situation. Aber vielleicht reicht ja schon ein Anruf, wenn ich sage, oder wenn die mir erklären können, was los ist. Oder ob das vielleicht auch gar nicht schlimm ist. Vielleicht ist es auch wieder nur was anderes. Vielleicht sind das auch nur die Mutterbinden. Ich kann das so schwer einordnen, obwohl ich schon ein Kind habe. Das ist so verrückt. Aber es sind halt Schmerzen, der Bauch wird hart und deswegen können es eigentlich wirklich nur die Übungswehen sein. Ja, ich bin gespannt, was dabei rauskommt und werde auf jeden Fall berichten. Ich wollte jetzt aber diesen Vlog hier beenden an der Stelle. Ich glaube, er ist lang genug. Ich werde mich jetzt auch heute direkt ans Schneiden setzen.
Und dann hoffe ich, euch hat er gefallen. Und wenn ihr Wünsche habt für Vlogs, was ich eventuell machen könnte in Vlogs, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich vlogge nämlich immer nur, wenn ich wirklich was zu tun habe. Also wenn ich weiß, okay, heute mache ich viel, dann vlogge ich. Unser Nachbar ist übrigens gerade zur Arbeit gefahren, deswegen habe ich gerade so runtergeguckt. Und wenn ich weiß, ich habe nichts zu tun oder mache halt nur meine alltäglichen Sachen, dann nehme ich die Kamera selten mit. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euch interessiert. Und dann kann ich das auch gerne machen. Genau. Und jetzt, wie gesagt, würde ich mich erstmal verabschieden. Und werde dann auf jeden Fall berichten. Tschüssi!